Fraktion Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Bei aller Kritik an der parlamentarischen Demokratie, an Geschäftsordnung und vielen anderes mehr will ich zumindest mal an eins erinnern. Wir sitzen hier aufgrund von freien Wahlen, was Millionen andere nicht haben. Und wir sind verpflichtet. Wir sind verpflichtet, dem Grundgesetz, was nicht einfach irgendein Gesetz ist, sondern was die humane und demokratische Antwort auf die Verheerung und die Leichenberge des NS-Faschismus gewesen sind, das gilt es jeden Tag zu verteidigen. Aber es gibt natürlich auch berechtigte Kritik an unseren Verfahren hier, am Parlamentarismus, und denen müssen wir uns stellen, und wir müssen das besser machen. Und deswegen haben wir als Linke zwei Änderungsanträge eingebracht, die ich kurz vorstellen will. Wir wollen das Ganze hier lebendiger machen. Wir brauchen natürlich wirklich eine bessere Kontrolle des Regierungshandelns, und wir müssen die Abgeordnetenrechte und den Bundestag als solches stärken. Und jeder, der es mal gesehen hat, entweder hier live, da kann man besser sagen, der es ertragen musste, oder bei Phoenix, es weiß jeder, dass wir die Regierungsbefragung und die Fragestunde grundlegend reformieren müssen. Dazu hat der geschätzte Präsident Lammert vieles Richtige gesagt. Und dazu gehört zwingend, dass natürlich die Fraktionen, besonders natürlich auch die Oppositionsfraktionen, hier Themen vorschlagen können, die zum Beispiel, so sie denn gewählt ist, der Bundeskanzlerin sehr unangenehm sind, der Bundesregierung unangenehm sind. Das ist ganz, ganz zentral. Und ich will auch eins sagen, was wirklich nicht geht, das ist eine Befragung der Bundeskanzlerin lediglich in der Bundespressekonferenz gibt. Das geht nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich glaube, wir sollten das auch noch aus einem anderen Grunde tun. Erstens, dass wir hier besser werden, besser arbeiten, besser streiten, wofür man auch Sachargumente und viele Stunden Zeit übrigens braucht. Ich glaube, dass es auch politisch sinnvoll ist, ein Zeichen an diejenigen auch heute zu senden, die sich abgewandt haben, die gar keine Teilhabe mehr haben an dieser Demokratie, die nicht mehr wählen gehen, die damit nichts mehr zu tun haben will. Und dafür ist es, finde ich, das Mindeste, dass wir versuchen, es besser zu machen. Dazu den zweiten Antrag, den meine Fraktion Die Linke einbringt. Wir möchten, so wie es im Grundgesetz vorgeschrieben ist, sofort, also heute, die vier im Grundgesetz zwingend vorgeschriebenen Ausschüsse des Bundestages einsetzen. Das ist der Auswärtige Ausschuss, der Europaausschuss, der Verteidigungsausschuss und der Petitionsausschuss. Warum? Erstens, wir alle hier, deswegen sitzen wir hier zusammen, wir sind gewählt. Das hat nichts mit Koalitionsverhandlungen zu tun. Der Bundestag ist gewählt. Wir sollten mit der Arbeit beginnen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zweitens, Wählerinnen und Wähler haben logischerweise einen Anspruch, gerade in diesen Zeiten darauf, dass das Parlament arbeitet, dass wir miteinander streiten und ringen. Wir müssen in den nächsten Monaten Auslandseinsätze der Bundeswehr verlängern, besser ablehnen. Aber dafür muss man beraten und Expertise einholen. Das ist doch eigentlich völlig logisch. Und Jamaika-Verhandlungen, ob die nun kommen oder nicht, werden wir ja alles sehen. Aber das kann doch nicht allen Ernstes dazu führen, dass wir jetzt hier monatelang den Bundestag in Geiselhaft nehmen, bis Sie Ihre Befindlichkeiten und Ihre Koalition gelöst haben. Das geht nicht. Lassen Sie uns arbeiten als Bundestag im Streit. Und den letzten Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, das hat natürlich auch ein bisschen was mit dem Selbstbild des Bundestages zu tun. Sind wir als Abgeordnete eigentlich so selbstbewusst, dass wir sagen, die innere Organisation des Bundestages hängt nicht an Koalitionsverhandlungen, egal wie sie aussehen? Ich finde, dieses Selbstbewusstsein sollten wir doch wohl haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen zielen unsere Anträge auf die Stärkung des Bundestages, auf mehr Diskurs in diesem Bundestag und vor allem heute als ein Zeichen an diejenigen, die sich abgewandt haben, aber für die wir auch hier sitzen und die wir zurückgewinnen müssen, für demokratische Lösungen, für Streit, für die Menschenwürde und für das Kenntlichmachen, wo hier auch in diesem Haus die fundamentalen Unterschiede liegen. Und dafür ist es erforderlich, dass wir als Bundestag beginnen zu arbeiten. Das müsste doch eigentlich auf der Hand liegen. Deshalb bitte ich um Zustimmung für unsere Änderungsanträge.
Das Wort hat jetzt der Kollege.